Willkommen zurück zu XCOM 2. Entdeckten Feinden, Andromedon, Codex, Archon und Muton. Sollte es eigentlich nicht so das Problem sein, die Schwierigkeit ist nicht angegeben. Aber wir haben ein neues Fenster, Info-Optionen. Wir können Informationen verwenden, um hier noch Sachen zu verbessern anscheinend. Ich habe es noch nie ausprobiert. Jedes Truppenmitglied beginnt den Einsatz mit individueller Verborgenheit. Ausweichwert ist erhöht, wäre schön. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Kann ich das drücken und dann passiert was? Ausgegebene Informationen 2. Ach, das sind die Kosten. Das Geld haben wir gar nicht. Dann können wir das gar nicht. Also die Informationen können wir gar nicht machen. Naja. Commander, sobald wir den Advent-Netzwerkturm angreifen, heißt es alles oder nichts. Uns bleibt dann keine Zeit mehr für die Forschung oder die Versorgung unserer Verwundeten. Wir sollten erst ausrücken, wenn wir richtig vorbereitet sind. Puh, das ist die letzte Mission? Kann auch gar nicht sein. Das heißt aber auch, wir haben noch Zeit. Das wiederum macht mich ganz glücklich. Denn dann können wir zumindest noch warten. Und deutlich. Neue regionale Kontakte gefunden. Okay. Und eine Vorratslieferung haben wir noch, die vielleicht gar nicht so schlecht wäre einzusammeln. Wenn ich mir das überlege, wir haben jetzt den Bonus für All-In. 20% mehr Vorräte durch Abwürfe des Widerstands. Okay. Wo sind dann eigentlich die Vorratssachen? Und wie sieht das mit den düsteren Ereignissen aus? Neuer Alien-Einrichtungsbau bevorsteht. Keine Vergeltungsangriffe mehr? Das finde ich spannend. Die Frage ist, ob das wirklich der letzte Angriff ist. Das kann ja gar nicht sein. Weil wir ja noch durch dieses Portal müssen. Ich nehme mal nicht an, dass das... Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Der Umstand, dass dieser gepanzerte Schutzanzug auch nach dem Ableben seines ursprünglichen Trägers noch weiterkämpft, ist erstaunlich. Ich werde Shen zu Rate ziehen, um dieses ungewöhnliche Verhalten weiter zu erforschen. Okay, wer den Text lesen möchte, der pausiert bitte jetzt. Und jetzt geht's weiter. Annäherungsmine. Ach, ist die wirklich... Die ist mir ein Tick zu passiv. Ich schieße lieber aktiv. Und Alien-Datenspeicher-Entschlüsselung haben wir noch. 4 Tage. Eigentlich brauchen wir es nicht, aber wir können es ja mal. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Das tu mal. Noch ein wenig Geld auftreiben. Koordinaten der Alien-Einrichtung eingegeben, Commander. Ein neues Alien-Projekt. Einrichtungsprojekt. Okay, den können wir nicht machen. Aber langsam kriegen wir immer mehr Sachen hier auf die Leiste. So, wir haben 520 Vorräte. Und die möchte ich gerne noch sinnvoll ausgeben, bevor wir auf diesen Einsatz gehen. In der Guerilla-Taktik-Schule könnten wir noch holen. Bleib bei mir, Soldaten verbluten eher, anstatt direkt zu sterben. Das finde ich hilfreich. Das finde ich auch gut. Wenn ein Offizier stirbt oder kritisch verwundet wird, erhalten Truppenmitglieder 2 Runden lang zufällige taktische Boni. Sehr gut. Und PKS-Boni sind deutlich erhöht. Wir haben nur einen PKS-Chip. Von daher bin ich mir da nicht ganz sicher.
Die Frage ist, was ist deutlich? Und die Frage ist, können wir vielleicht irgendwo noch einen PKS-Chip herbekommen? Das wäre allerdings eine Sache, die können wir klären. Wir gehen aber vorher mal in die Technikabteilung. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Gegenstände herstellen. Nein, das interessiert mich nicht. Diese Sachen sind auch nett, aber wir haben keine Psi-Soldaten. Nee. Da ich noch nie einen Fuß in eines dieser Stadtzentren gesetzt habe, hatte ich noch nie einen dieser Advent-Burger, von denen man immer wieder hört. Aber niemand scheint die unbequemen Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wann jemand überhaupt das letzte Mal eine Kuh gesehen hat. Die guten alten Mu-Kühe, die sind alle schon aufgelöst in matschige Alien-Matsche. Schwarzmarkt. Bekommt man diese PKS-Chips wirklich nur über den Schwarzmarkt oder ist es etwas, was wir nicht gemacht haben, weil ich die Option übersehen habe? Man weiß es nicht. Der Markt ist offen. Was gibt es hier? Ah, hier gibt es PKS und dafür brauchen wir Info, die ich wiederum nicht habe. Ja. Was momentan besonders begehrt, Leichen. Ich nehme an, die Andromedon-Wracks werden gebraucht für diese Annäherungsminen. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Aber diese Lanzenträger können wir etwas reduzieren. Die Offiziere können wir reduzieren. Schildträger, Leichen, ja, warum nicht? Advent Max. Archon-Leichen, warum nicht? Mutants auf 5. Vipern auf 5. Advent-Soldaten auf 10. Sektoiden-Leichen auf 5. So, jetzt haben wir nochmal einen ganzen Haufen Vorräte. Guerilla? Guerilla können wir gerade nicht gebrauchen. Neubrasilien. Ostafrika. Sehr schwer. Ich finde, wir sollten stattdessen diesen Einsatz machen. Es sagt Endangriff und ich denke, dann ist es an der Zeit. Wir probieren es. Kurs auf die osteuropäische Zone. Die osteuropäische Zone, ich wusste es immer. So, wir sind aber noch nicht hundertprozentig. Wenn wir den Advent-Netzwerkturm infiltrieren wollen, müssen wir ein kleineres Team einsetzen, um noch weniger Aufmerksamkeit zu erregen als sonst. Aha. Verstehe. Gut, aber ich will noch Gegenstände herstellen. Nämlich noch einen War-Anzug. Wie kriege ich den? Ach, gar nicht mehr? Komme ich gar nicht mehr zurück? Die Bastarde. Unglaublich. Dann werden wir das so machen. Okay. Wir nehmen natürlich Colonel Longshot mit und geben ihr einen War-Anzug. Dann nehmen wir Cypher mit. Der braucht das natürlich auch. Der hat seinen richtigen Anzug schon an. Und dann nehmen wir Julian mit. Und er kriegt einen War-Anzug. Und den Plasma-Strahl-Dingensbummens. Und ich befürchte, damit sind wir fast fertig. Hier noch schnell was austauschen. Das heißt 3 gegen 9. Gut, wir probieren's. Nur mit 3? Solche Sachen erzählt man einem vorher nicht. Skyranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Ich bin sehr gespannt. Commander, es ist an der Zeit, Advent den Rest zu geben. Das wird ein zweistufiger Angriff.
Zuerst hacken wir das Herz des Adventurms und legen ihr Netzwerk lahm, bevor der Redner seine jüngste Rede beendet. Shane bereitet eine Überraschung für sie vor, um ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Während Advent beschäftigt ist, nutzen wir das Portal und tragen den Kampf vor ihre Haustür. Wenn es gut läuft, sehen sie uns nicht mal kommen. Es ist riskant, aber unsere beste Chance. Wenn wir einmal anfangen, gibt es kein Zurück mehr. Verstehe, Tatsache, also unsere letzte Mission. Allerdings in 2 Stufen. Und ich habe schlimme Dinge über die letzte Mission gehört. In erster Linie, dass sie unfair schwer ist. Tja, ich nehme an, das bezieht sich nicht auf diesen Teil. Infiltrieren Sie den Netzwerkturm. Finden Sie den Eintrittspunkt und hacken Sie sich ein, um an das Übertragungssignal zu kommen. Wird gemacht, Chef. Sind wir nicht... Wir sind nicht getarnt. Und wir müssen alle den gleichen Weg gehen. Es gibt nur einen Weg. Okay. Und wisst ihr, glaube ich, was wir auch machen, sobald wir die Einheiten gezogen haben? Sollten wir das Ganze einmal zwischenspeichern. So, dann wollen wir mal sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nicht an irgendeiner Stelle diese ganzen Bastarde rauskommen. Aus einem dieser Gebäude. Und die Frage ist, aus welchem? Welches wir uns schnappen wollen. Okay. So weit, so gut. Und wir haben kein Zeitlimit, das ist auch nett. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht einigermaßen flott nach vorne möchte. Okay, da sind Gegner, fein. Und zu hören sind sie auch. So, Julian, nach da. Und im Feuerschutzmodus. Cypher. Nach hier. Und den Feuerschutzmodus. Longshot. Longshot. Nach hier. Und in den etwas weniger sinnvollen Pistolenfeuerschutz. Oh, jetzt haben wir uns gesehen. Na, sehr schön. Aber wenigstens. Oh, ja. 4 Schaden für den Andromedon. Ja, daneben, aber seine Deckung zerstört. Oh. Zauberhaft. Und einer meiner Lieblingsbugs, der schwarze Bildschirm mit der roten Alien-Aktivitäts-Krams. Oh, von der Seite auch. Ach, ein Fest. Tja, so. Wie rum gehen wir das Ganze an? Wir haben jeweils von beiden Seiten Spaß. Was sind deine Möglichkeiten? Trefferchance 76%. Trefferchance 73%, Trefferchance 46%, Trefferchance 46%. Ich glaube, dann fangen wir hiermit an, mit dem Codex. 8, sehr gut. Der wird sich jetzt klonen. Okay. Dann YouTube hat die Möglichkeit auf Ruptur bei diesem hier, die möchte ich nutzen. Unschön, aber Salve müsste ich ja noch haben. Richtig? Nein, habe ich nicht. Sehr schön.
Wie sieht's hier aus mit Ruptur? Das könnte funktionieren. Kritisch, 16 Schaden, tot. Genauso wollte ich das haben. So, es verbleiben 2 Kodexe. 2 Andromedon. Und wir alle schön eng zusammengeklustert. Oh, 8 Schaden. Was passiert hier? Teleportieren, okay. Ich nehme an, jetzt kommt der Wirbel. Yep. Der Wirbel, damit habe ich gerechnet. Macht aber nichts. Vier Schaden, okay. Die braucht dringend eine Heilung. Come on, focus. Okay. Longshot. Erstmal schauen wir nach, wie unsere Codex-Trefferchance ist. 63 zu 61. Wir nehmen mal 63. Sehr gut. So, jetzt bewegen wir uns aus der Gefahrensituation raus. Oh. Das habe ich nicht gewusst, dass der noch einen Reflexschuss hat oder Feuerschutzschuss. Okay. Und jetzt feuern wir nochmal. So. Zack, sehr gut. So, Julian. Julian bewegen wir nach hier. Und dann feuern wir. Wie viel hat er denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, vielleicht ein Tick zu viel. Vielleicht könnte es klappen. Wir können es mal versuchen. Wenn es 10 Schaden sind, könnten wir ihn eventuell sogar schon töten. Komm schon. 9 Schaden. Genau, für seine erste Form. Aber das war nicht seine endgültige. Denn er kommt natürlich nochmal wieder. Okay. Cypher. Cypher geht in Deckung, aber die Frage ist, in welche? Ich denke, er geht in diese Deckung? Ja. Und dann setzt er die Gremlin-Heilung auf Longshot ein. Okay, jetzt sind wir wieder einigermaßen fit. Das zündet ohne Konsequenz, außer dass wir unsere Waffen nachladen mussten und so weiter, aber zumindest wird keiner verletzt. Und 8 Schaden. Jetzt kommt die leere Rüstung gelaufen. Und es hat nicht gereicht für sie. Das wiederum finde ich gut. So, das wären 89% im Vergleich zu 40. Das ist, da brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Neun Schaden ist schön. So.
Julian kann nachladen. Und dann versuchen ihn auszuschalten. Ja. Fein, ein Problem weniger. Hey, voilà. Aber hallo. So. Dann kann Cypher nachladen. Und danach YouTube heilen. Gremlin, get on the heels. Damit sind unsere beiden Heavy Hitters sozusagen wieder im Programm. Und der Andromedon kann sich jetzt entscheiden, was er macht. Okay, er rennt davon. Ich vermute, er macht das. Weil er... Oh! Ich bin mir nicht sicher, dass das der gewünschte Effekt war. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass das der gleiche Andromedon ist, aber... Heidewitzka! Gut. Ich glaube, da bleibt uns trotzdem nichts anderes übrig, als zu versuchen, so vielen wie möglich einen mitzugeben. Ja. Ist ein Anfang. Was immer dieser Kampfrausch ist. Bei Gelegenheit werde ich das mal recherchieren. Okay, 70% den Archon zu töten. Das wäre natürlich optimal. Dann hätten wir nur noch 2 Gegner. Das war nicht direkt eine Tötung. Ja, das hat leider nicht gereicht, junge Dame. Gut, dann müssen wir es ein wenig anders versuchen. Wir gehen hier hin. Und wir sehen jetzt die Gegner zumindest. Der hat eine 70%ige Chance. Er sieht nur die beiden, okay. Aber wir haben noch eine Rakete. Die wir, denke ich, am sinnvollsten so einsetzen können. Ja, sehr schön. Fast beide Archons auf einen Schlag erledigt. Verbleibt ein Archon, der hoffentlich seine Federn nicht macht. Nein. Komm schon, verfehl. 7 Schaden. Die sind aber auch unfreundlich, die Herren. Okay, er stellt sie ins Feuer. Ist immun, gut zu wissen. Oh, 9 Schaden! Das heißt, er hat in einer Runde 16 Schaden kassiert. Oh, und hat noch eine Lebensenergie. Mei, oh mei, oh mei. Okay, das können wir natürlich nicht erlauben. Healbot coming through. Okay. 8 Trefferpunkte geheilt. Eine hat er noch. Die Frage ist, ob das so sinnig ist. Wir könnten probieren, den Archon zu töten für 62. Dann könnten wir schon mal ein bisschen was mit dem Andromedon anfangen. Ja, ich glaube, wir versuchen das. Okay. Fein. Sehr gut. Target neutralized. So, Julian ist in der Lage. Und ich muss mal gerade gucken. Megakracher, wie war denn das? Er ist in der Lage, so einen Andromedon nicht die Rüstung zu entfernen, leider. Aber vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Schuss raus. Nein, kriegen wir nicht. Herzlichen Dank. Dann muss Longshot es richten. Oh, kritisch für 12. Wow. It's dead. It
be dead. Okay. Ich habe bisher nur gesehen, dass die dann in den Nahkampf rankommen. Dass die Moon gegen irgendwas. Oh. Ready to rock. Verstehe. Gut, wir müssen das einfach nach und nach versuchen, ihn ein bisschen runterzuschießen. Damit Julian da nicht gleich in die Situation kommt, die wir für ihn nicht haben wollen. Okay. Er könnte rein theoretisch auch selber drauf feuern. Ja. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Bewegen kann er sich ohnehin nicht. Von daher. So, da wir das ganze Ding hier aber runtergeschossen haben, möchte ich, glaube ich, mal das hier ausprobieren, ob wir hier direkt rüberkommen. Das fand ich ehrlich gesagt sehr spannend. Bewegen wir uns da mal hin. Ja, Dinge explodieren. Kein Problem. Julian. Ich glaube, wir sammeln uns mal eine Runde. Beziehungsweise, ich gehe einen Schritt hier rein. Das sollte noch funktionieren. Cypher wiederum bleibt auf Deckung. So, jetzt kommt Folgendes. Wir wollen das letzte fliegende Medikit nicht verbrauchen. Sondern stattdessen lieber das Stationäre von Kate nehmen. So, Cypher geht nach hier ist. Ja, wir gehen mal mit Cypher nach hier. Solid copy. Natürlich. So, Longshot bewegt sich nach hier. Alle anderen laden nach. Und gehen in den Feuerschutz. Alrighty. So, Tür auf kostet ja keine Aktion. Da bin ich ein großer Fan von. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das Ding hier runterlassen kann. Ich hoffe mal. Und dafür nehmen wir ruhig Cypher. Einer ihrer Transmitter. Sie haben keinen großen Aufwand betrieben, um die Alien-Technologie zu verstecken. Das könnte sogar eine Funktion des Netzwerks sein. Die Menge an Psi-Energie, die durch dieses System gefiltert wird, ist unermesslich. Oho. Okay. Ist das der Nupsi für Dinge? Oder ist das der Ausgang für später und dann müssen wir nach hier zurück? Man weiß es nicht. Wir können uns ja mal nach hier bewegen. Und Longshot bleibt auf Overwatch.
So, Cypher. Nö, wir können hier nichts machen. Das ist ja große Klasse. Vielleicht könnten wir uns irgendwie rüberhangeln, wenn wir jemals diese Spider-Suits erfunden hätten. Aber wir haben es nicht. Moving to position. Ja gut, dann... Nichts dergleichen, dann versuchen wir rüber zu kommen. Julian geht nach hier. Und Longshot geht nach hier. So, nächste Runde. Dann Cypher. Wo stellen wir dich hin? Nach hier. Wir machen es langsam. Und Julian auch. Auf Feuerschutz. Jetzt stehen sie alle direkt dicht an dicht, aber... So, Julian. Warum ist hier eine Beschädigung? Habe ich was verpasst? Cypher. Cypher könnte nach... Hier... Ja. Und Longshot. Wir ziehen Longshot einen Tick näher ran. Okay. Mühsam, Eichhörnchen und das alles. So, langsam müssten wir Gegner sehen. Das kann ja langsam nicht mehr sein. Okay, Longshot geht nach hier. Und Cypher geht nach hier. Nein? Okay. Türchen vielleicht? Haha, es wird immer besser. Wir können immer noch nicht sehen, was Sache ist. Ha. Gut, Longshot. Longshot nach hier. Ist das nervenaufreibend. Das Terminal ist auf der anderen Seite. Von daher ist das, da müssen wir hin. Wir könnten allerdings unsere Chancen, das einzusehen, ein wenig verbessern, indem... Wir hier hingehen. Menace 1-5, Ziel in Reichweite. Hacken Sie jetzt die Kommandokonsole. Okay. Das machen wir mit Cypher. On the move. Aber... Auch erst in der nächsten Runde. Overwatch. Affirmativ, je couvre la zone. Longshot geht nach hier. Nächste Runde lassen wir es krachen. Hostiles on the move. Sie sind oberhalb von uns. Die Frage ist, ob wir auf sie selber auf dem Dach einfach abfangen wollen. Ha. Attempting infiltration. Mein kleiner Freund. Ich glaube, wir machen das mit der Scanzeit verringern. Übernimm die Kontrolle über den Advent-Netzwerkzugang
Das ist das, was wir wollen. Das andere ist ein Bonus, den wir gleich mit on top kriegen, den wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Genauso wie das andere, von daher ist es egal. Aber das Funksignal ist jetzt unseres. Status bestätigt. Wir haben die Kontrolle über den Netzwerkturm. Das Signal wird gesendet. 2 von 3 verwundet, 9 von 12 getötet. Das ist einigermaßen okay. Wertung ausgezeichnet. Benötigte Runden 20 ist rot, weil wir langsam waren. Okay. Gesichert, Sir. Nur geringer Widerstand. Gut gemacht, Doktor. Ja, es scheint, als würde der Resonanzimpuls den gewünschten Effekt erzielen. Shan, Status. Hat's geklappt. Advent verspricht uns, diesen Durchbruch sofort allen Bürgern zugänglich zu machen. Vom Redner erfahren wir nun mehr. Verehrte Bürger, seit 20 Jahren vertrauen wir nun auf Advent. Auf die Ältesten. Weil wir an die Möglichkeit einer besseren Zukunft geglaubt haben. Für alle. Heute wird dieses Vertrauen endlich belohnt. Advent-Friedenstruppen reisen mit dem größten Geschenk der Ältesten um die ganze Welt. Eine revolutionäre Gentherapie, aber noch viel mehr. Das Ende von Krankheiten, von Schwäche, von Schmerz. Der Beginn einer neuen Zukunft für uns alle. Ab heute. Wahre Menschlichkeit findet endlich ihren Platz im Universum. Oh, zauberhaft. Wenn das kein Double Speak ist, man weiß es nicht. Speaker-Püree. Ich kann das nur begrüßen. Wunderbar. Nachteil, schwer verwundete Soldaten, und zwar die beiden, die wir wirklich gerne hätten. Auf der anderen Seite, nicht verwundet, Cypher. Codex-Hirn und so weiter ist nicht weiter wichtig. Wichtig ist, dass wir an einem Punkt sind, wo wir die nächste Mission antreten können, nämlich die Sache mit dem Tor. Das werden wir auch tun. Aber natürlich in der letzten Folge, die können wir jetzt noch anfangen, aber meine Güte, wir haben schon eine halbe Stunde rum, dann wäre diese Stundenfolge anderthalb. Das wollen wir nicht, also das Finale dann, Fragezeichen, in der nächsten Folge. Nun müssen wir durch ihr Portal, um das Avatar-Projekt ein für alle Mal zu beenden. Wenn wir unsere jüngsten Erfahrungen als Maßstab nehmen, sollten wir uns gut vorbereiten und ihnen alles entgegenwerfen, was wir haben. Du sagst es, Chef. Bis nächstes Mal.